Weiter geht's bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Wir versuchen nach wie vor in Bowsers Kopf den Code für den Tresor zu finden, um an das zweite Sternserum zu kommen, das sich wohl in diesem Tresor befinden soll. Hier sind also Bowsers Erinnerungen. Ja, alles ist so ordentlich. Kann das sein, dass er die jetzt einscannt und sie dann abspeichert? Oh, das ist aber nicht gut, oder? Weil dann wird das ja quasi in Mauses Gehirn gespeichert und dann weiß der Bescheid, dass sie da in seinem Körper sind. Hallo? Wir suchen die Kombination zu dem Tresor in Mauses Festung. Virusalarm, Virusalarm, Virusalarm. Virusalarm in der zentralen Datenbank, höchste Gefahr. Datensicherung beendet. Gegenmaßnahmen initiieren. Initiiere Gegenmaßnahmen, initiiere Gegenmaßnahmen, initiiere Gegenmaßnahmen, initiiere Gegenmaßnahmen, initiiere Gegenmaßnahmen. Oh mein Gott, nein, nicht schon wieder. Ja, das geht ja schon mal gut los. So, wir hauen direkt mal die Heilung raus, die wir hier noch übrig haben. Ich habe echt gesagt gar keine Ahnung, was hier die beste Variante ist. Paar Attacken. Brossblume. Ja, Feuer könnte gegen Elektro-Typen ja bestimmt helfen, oder? Probieren wir es mal. War extrem schlecht und es macht denen kaum Schaden. Okay, also Feuer kannst du eigentlich schon vergessen. Probieren wir mal Fassgeballer. Okay. Fass, da war auch Mario? Oh mein Gott, also der Start in diesem Kampf ist alles andere als gut. Eigentlich kannst du diesen Kampf gefühlt schon neu starten, ne? Das läuft alles andere als nach Plan. Was macht der Hammer? 20. Okay, der Hammer ist deutlich besser. Ja, gut. Das war ein schnelles Game Over. Ach du Scheiße. Memo Luigi greift Memo Mario mit Pilzen unter die virtuellen Arme. Überleg dir also gut, wenn du zuerst ausschalten solltest. Ja, auf jeden Fall Memo Luigi. Mit dem Statuseffekt schwindig ist nicht zu spaßen. Versuche dich möglichst schnell mit Hilfe von Frischwurz oder einem Ordeneffekt zu heilen. Wenn sich Memo Mario einen Stern schnappt und dir mit Sprintangriffen zusetzt, erscheint zuweilen eine Münze, mit deren Hilfe du die Richtung des nächsten Sprints erahnen kannst. Während Memo Luigi vor dem Buu flieht, wird er stets über Mario und Luigi springen. Gleichzeitig musst du auf Buu aufpassen, nicht von... Okay. Dann fangen wir mit Memo Luigi an.
3000 Erfahrungspunkte für die beiden. Also, ich habe mal wieder den Tipps nachgeguckt, aber dafür sind die Tipps ja auch da und sie sind ja auch im Spiel enthalten. Und keine Tipps aus dem Internet, von daher. Wie auch immer, da stand auf jeden Fall, was man jetzt auch dann im Verlauf des Kampfes festgestellt hat, dass Memo Luigi eben Memo Mario mit Pilzen und Corona-Pilzen ausstattet und ihn damit heilt immer wieder. Bedeutet, man muss auf jeden Fall schauen, dass man zuerst Memo Luigi besiegt. Memo Mario wird man zwar immer wieder ganz schnell besiegen können, nachdem er einmal geheilt wurde wieder von Memo Luigi, aber er wird natürlich auch immer wieder aufstehen durch die Heilung von Memo Luigi. Das heißt, man muss ihn auf jeden Fall zuerst besiegen. Ganz wichtig. Und wenn man das dann getan hat, dann kann man auch Memo Mario besiegen, weil er dann nicht mehr geheilt wird. Und dann passt das. Ladevorgang. Ich verwalte die Erinnerungen hier. Es ist mir nicht gelungen, euch zu entfernen. Aber das ist kein Problem. Ich habe stattdessen zeitweilig den Beobachtungsmodus aktiviert. Erwarte Eingabe. Warum siehst du so aus? Ladevorgang. Ich habe eine für euch verständliche Form angenommen. Sie besteht aus der wichtigsten Erinnerung meines Meisters. Erwarte Eingabe. Wir suchen die Kombination zu dem Tresor in Bowsers Festung. Ladevorgang bestätige. Verstanden, die Tresorkombination. Kritischer Fehler. Erwarte Eingabe. Fehler? Was für ein Fehler? Ist die Tresorkombination etwa nicht da? Ladevorgang. Inkorrekt. Ein Bild vom Steak, ein Bild von Peach. Die Kombination ist hier. Bowsers Erinnerung an die Kombination ist ja total durcheinander. Ladevorgang. Es gab hier eine schwere Erschütterung. Aber wurde diese Erinnerung fragmentiert? Erwarte Eingabe. Wann wurde Bowser vom Krankfried-Express überfahren? Das muss die Erschütterung gewesen sein. Können wir das irgendwie reparieren? Ladevorgang. Ja, bestätige. Berührt die Puzzleteile mit dem Touchpen. Führt die Puzzleteile mit dem Touchpen in den Rahmen und an die passende Stelle. Sobald das Puzzleteil an der richtigen Stelle ist, lässt es sich nicht mehr verschieben. Wenn ihr das Symbol unterhalb des Rahmens berührt, könnt ihr die Puzzleteile drehen. Einige Puzzleteile müssen erst richtig gedreht werden, damit sie passen. So könnt ihr Bowsers Erinnerung wiederherstellen. Habt ihr alles verstanden? Mario, Luigi, wir müssen diese Erinnerung wieder in Ordnung bringen. Verschiebe die Puzzleteile mit dem Touchpen, berühre das Symbol unten, um sie zu drehen. Alles klar. Das ist auf jeden Fall ein Randteil. Ist nur die Frage, wo muss es genau hin? Da muss es eigentlich oben rechts hin, oder? Ja. Okay. Das ist auch ein Randteil. Kommt aber nicht dahin. Wahrscheinlich unten links. Sehr schön. So, das heißt, das müsste irgendwo hier hinkommen. So. Nee, nicht ganz.
Okay. Das passt aber. Hier haben wir blaue Stellen. Allerdings auch ohne Rand. Eigentlich kann man die Stellen ja perfekt einfach hier lang schieben. An irgendeiner Randstelle müssen sie ja passen. Logischerweise. Hier macht es ja eigentlich keinen Sinn, oder? Also kann es eigentlich nur noch in die Richtung sein. Okay, irgendwas passt da noch nicht, keine Ahnung. Gucken wir jetzt mal weiter, hier ist nochmal ein Randteil. Dann muss es unten rechts hin. So, gucken wir nochmal deswegen. Doch hier hin. Jetzt sehen wir noch nichts. Sieht zu passend aus. Oder so, okay. Was ist mit den Dingern? Okay. Sehr schön. So, hier haben wir auch nochmal irgendwas. Erstmal zur Seite. Wir brauchen noch irgendwo ein Eckteil auf jeden Fall auch. Was ist mit dem hier? Kommst du dahin vielleicht? Nee. Das ist auf jeden Fall irgendwo hier in die Gegend. Alles nicht so einfach. Ah, da ist das letzte Randteil. Okay. Sehr schön. Kommst du zufällig hier hin? Ja. Top. Okay, 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 okay. Auf jeden Fall auch hier so ein Übergangsdingen. Du könntest hier hinkommen. Mhm. Du musst eigentlich irgendwo hier hin. Auf jeden Fall musst du so irgendwo dahin. Da haben wir schon mal die erste Zahl. Das ist eine 9. Das passt besser farblich. Ah, du bist auch wieder ein Randteil. Du kommst nicht hier hin. Dem Ding. Alles nicht so einfach. Hier ist nochmal ein Randteil. Auch wichtig. Wir müssen Platz hier schaffen. Dahin. Genau. Wo kommst du dahin oder oben hin? Oben hin, ne? Okay, dann haben wir dich noch.
musst du dahin. Jetzt brauchen wir noch ein Randteil, das müsste es dann du. Nee, du bist kein Randteil. Randteil, Randteil, Randteil. Wo ist das letzte Randteil? Du, ne? Oh, dich habe ich doch schon mal hier dran gehalten. Oder ja, scheinbar nicht. Okay. Du musst irgendwo hier in den Bereich. So. Du müsstest irgendwo dahin. So. Mhm. Okay. 9898. Du scheinst dahin zu kommen. Sehr schön. Gleich haben wir es. Das dahin. So, du hast nochmal so eine Farbe. Bis dahin kommen. So. Geschafft! 9898, 88241, 983. Das ist die Kombination. Ja, das kann sich doch kein Mensch merken. So, 9898, 88241, 993. Ich muss mir das jetzt nicht wirklich merken, oder? 98, 98, 88, 241, 983. Ladevorgang, die Erinnerung wurde repariert. Hier ist die Kombination. Hey, ich habe die Kombination gefunden. Wirklich? Los, Chippy, sag sie mir. Klar, ich hab's, ich weiß sie wieder. 9898, rat mal, wer als letzter lacht. 88241, alles was du hast, ist meins. 9 und 8 und eine 3, blöde Zahlenmerkerei. Ja. Ja, das ist es. Diesmal war ich als erster hier. Eure Raffgierigkeit, das ist es. Da ist noch etwas im Tresor. Was? Wo? Oh. Achtung, fertig, los! Als ob. Ey, was macht ihr da? Lass mich raus, aufmachen! Deine Zeit ist vorbei. Jetzt ist Krankfried Zeit angebrochen. Und wir bekommen von Krankfried eine satte Belohnung. Ihr Kleinverräter. Ihr arbeitet also für Krankfried. Ihr habt mich betrogen. Ja, so könnte man sehen. Jetzt müssen wir ihn noch irgendwo entsorgen, oder? Aber wo? Wo? Ah, wie wäre es dort? Die Frage ist, wie jetzt Mario und Luigi an das Sternzerum kommen, wenn Bowser Assist hat. Hey, ihr, wo bringt ihr mich hin? Nach allem, was ich für euch getan habe, das ist Meuterei. Aua. Ah. Ist da jemand? Es scheint, als hätten sie den Tresor irgendwo hingebracht. Chippy. Mach mich wieder groß, dann komm ich hier raus.
Dafür ist dein Zustand nicht ernst genug. Du musst jetzt erstmal stillhalten da drin. Ah, oh, Mann. Aber was ist mit dem Sternserum? Hast du es? Das hier. Ach, das blöde Ding schuldert nur ganz nervig. Wahrscheinlich, Junge, wie unrealistisch ist das denn, dass er das einfach verschluckt? Schaut mal, Bowser hat das etwas verschluckt. Ja, genau. Hey, dort. Ist das nicht ein Sternserum? Was ist das Ding, was da rumliegt? Zweites Sternserum erhalten. Es ist voll mit Bowsers Magensäften. Man sollte es waschen. Gründlich waschen. Es tut mir etwas leid für Bowser, aber wir sollten ihn verlassen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziges Sternserum. Vielleicht weiß Dr. Roscopus T., wo wir den dritten Hüter finden. Lass uns nach Tautan zurückkehren. Oh yeah. Ich würde aber ganz gerne noch irgendwo speichern vorher. Wenn das irgendwo möglich ist. Vielleicht, wenn wir zum Röhrenbahnhof gehen. Oder können wir hier speichern? Okay. Die gelbe. Ich wollte eigentlich speichern. Da kann man speichern. Gut, und da ist auch, glaube ich, Roscopus Thema gewesen. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen bei dieser Folge. Ich sage, bis zum nächsten Mal bei Mario Easy Abenteuer Bowser und Bowser Jr. Story.